Ist das Kunst oder kann das weg? Der Fluch des Joseph Beuys. Ist das Kunst oder kann das weg? Diese Frage stellen sich Rezipienten oftmals, wenn sie vor moderner Kunst stehen. Kunstleien verwenden diesen Satz häufig, wenn sie die Kunst nicht begreifen. Doch nur die wenigsten Pseudokunstkritiker kennen den Ursprung dieses provokanten Satzes. 1986 wischte eine Reinigungskraft in der Düsseldorfer Kunstakademie das Ausstellungsstück Die Fettecke vom berühmten deutschen Künstler Joseph Beuys weg. Was die Dame für eine Beschmutzung des Ausstellungsraumes hielt, sorgte im Nachhinein für einen Aufschrei in der Kunstwelt und der Satz »Ist das Kunst oder kann das weg?« ging durch die Presse. Der Fluch der modernen Kunst, oder wie ich ihn nenne, der Fluch des Joseph Beuys. Woran liegt es also, dass man Kunst nicht auf den ersten Blick als Kunst wahrnimmt? Sieht man beispielsweise ein Kunstgemälde aus der frühen Neuzeit, so kategorisiert selbst der Kunst- und Kulturbanause dieses Objekt als Kunst ein. Klar, die Malerei ist als Kunstform die bekannteste, die einem schon in der Grundschule und teilweise auch schon im Kindergarten nahegebracht wird. Und auch in den höheren Klassenstufen wird neben Malerei und Skulptur wenig bis gar nicht auf die große Vielfalt der Künste eingegangen. Den Fehler im Bildungssystem zu suchen wäre aber ein sinnloses Unterfangen, da die Kunstlehrenden an Schulen eh schon alle Hände voll zu tun haben, die Schüler von Kunst zu begeistern. So ist es kaum verwunderlich, dass das allgemeine Auge des Betrachters schwer einen Zugang zu Ready-Mades oder abstrakten Kunstwerken und Installationen findet. Abhilfe schafft hier meist der räumliche Kontext. Besucht man die Ausstellungsräume eines Museums, Kunstvereins oder einer Galerie, geht man mit der Erwartung und dem Wissen dorthin, Kunst zu sehen und zu erleben. Doch auch hier kann es, wie es das beuysche Beispiel zeigt, zu Verwirrung und Fehleinschätzung kommen. Dies kann zum Beispiel an einer mangelnden Beschilderung der Kunstwerke liegen, die auf das Kunstwerk hinweisen und Informationen dazu geben. Aufgrund der mangelnden Erfahrung, ein Objekt der Kunst zuzuordnen, wird so gut wie alles von Ahnungslosen in den Bereichen der Kunst eingeordnet. Aber nicht alles, was glänzt, ist Gold. Bereits im Kunstunterricht wird den Schülern weisgemacht, dass sie Kunst schaffen. Meiner Meinung nach absoluter Schwachsinn. Es gehört mehr dazu, als aus Notenzwang ein Tuschbild zu malen, und wahrlich nicht jeder Mensch wurde von der Muse geküsst und hat ein künstlerisches Talent. Und es ist auch keine Kunst, während des Matheunterrichts die Figuren aus dem Lieblingsmanga abzuzeichnen. Kunst muss meist vermittelt werden. Sei es durch Medien oder Institutionen wie Kunstmuseen, damit die Gesellschaft sie wahrnimmt. Traurig aber wahr. Und so wird der Fluch des Joseph Beuys immer allgegenwärtig sein. Denn Kunst, die nicht den allgemeinen, simplen Geist der Gesellschaft anspricht, sondern auf anderen Ebenen mit den Rezipienten kommuniziert, fällt leider diesem Fluch zum Opfer. Ist das Kunst oder kann das weg?